Mal. Also, im Haus Lukensland wollen wir einmal vorführen, inwiefern die Seti-Yayo-Kata einem Reality-Check standhalten. Das heißt, wir untersuchen, ob die Kata jetzt für Angriff, Abwehr oder vielleicht nur als Übungskata möglich ist. Zwei Gegner sitzen sich gegenüber, ungefähr in diesem Abstand. Sie ist die, die beginnt, und du machst es jetzt mal so, wie es im Internet vorgeführt wird. Das heißt, oder ich mache es so. Also ich greife dich an und du machst die Kata. So, natürlich sterbe ich dabei. Und du machst den zweiten Teil noch. Genau. Okay. Diese Art der Vorführung, der Darstellung wird man immer wieder im Internet finden, von den Japanern auch dargestellt, aber das Problem ist, dass ich ja gar nicht angreife, sondern ich simuliere nur. Wenn wir jetzt beide tatsächlich ernsthaft zum Kampf entschieden sind, du machst die Kata, ich greife an, dann sterben wir beide. Weil es gibt keine Möglichkeit der Abwehr, und wenn beide ungefähr gleich schnell sind, dann sterben beide und die Kata ist dann relativ sinnlos. Wenn man jetzt sagt, es ist also als Verteidigung ist sie nicht benutzbar. Wenn man jetzt sagt, ich greife sie an, weil ich ihren Blutdurst rieche, wie man das immer wieder irgendwo hört oder sieht, und sie reagiert nur auf mich, ich greife sie an und sie schläft nicht. Auch dann habe ich keine Chance, diese Kata anzuwenden. Diese Kata ist weder als Verteidigung noch als Angriff nutzbar. Es gibt eine Möglichkeit, sie tatsächlich nutzbar zu machen. Dreh dich mal um. So funktioniert die Kata. Das ist mein... Alles andere ist Unfug. Es ist eine Kata, die zum Üben von Schwertbewegungen sinnvoll ist, aber man kann mit ihr keinen Bunkai machen und keine reale Anwendung. Vielen Dank.